Oh, bestimmte Zahnärzte. Ich bin voll eingeschmiert. Weil er nämlich nicht weiß, was da sagen soll, singt er jetzt hier. Also, hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Ich bin noch ja nicht richtig im Bild, der Matze und der Lutze. Ist es warm draußen? Wo ist eigentlich deine Mütze? Hier. Du kannst doch hier nicht einen Film starten, ohne dass ich vorbereitet bin. Ja, sieht man doch, dass ich nicht beim Friseur war. Deine Gesänge wollte ich doch jetzt mal hören hier, die du gemacht hast hier. Ja. Das musst du wieder rausschneiden. Das ist wie recht am eigenen Bild. Das ist recht am eigenen Ton. Es ist übrigens nichts los in 10 Tagen in den Ferien. Man merkt das schon hier. Waldbad hat immer noch zu. Die Kneipe am Waldbad auch. Matze hat Langeweile, deswegen war er beim Zahnarzt. Waldbad hat zu, weil die Situation ist unverändert. Wir stehen als Verein voll in der Haftung für alles, was da passieren würde. Wir haben keine 4 Leute, die das machen können. Und permanent einer vom Vorstand, der nämlich die Verantwortung trägt, haben wir auch nicht, der da sitzen kann. Also es ist eine schlimme Situation. Auch wenn woanders geschrieben wird, dass Gemeinde und Amt an einem Konzept gemeinsam arbeiten, das ist nicht so richtig die Wortwahl getroffen, muss ich mal sagen. Denn bei der Veröffentlichung für die Zeitung hat dazu keiner mit uns gesprochen. Ja, wie gesagt, leider Situation unverändert. Jetzt haben wir noch gehört, dass bis zum 16.8. diese ganzen Beschränkungen Abstand, Hygiene bleiben sollen. Kann man sich ausrechnen, 16.8. von heute an. Es macht einfach keinen Spaß. Ja, dann ist die Saison zu Ende. Und wir können Eisbahnen machen. Und selbst das klappt nicht mehr. Wir werden sehen. So, Fliegerheim hat offen. Wo ist denn dein T-Shirt? In der Wäsche. Fliegerheim hatte auch endlich wieder ein Sunday Lunch am Wochenende. Mhm. Gibt es auch auf der Fliegerheim-Seite, Facebook etc. auch ein kleines Video in der Veröffentlichung. Nehmen wir jetzt hier nicht extra mit rein. Aber es ist schön, dass alles zumindest in kleinen kulturellen Kreisen wieder startet. Mhm. Corona ist nicht mehr da? Weiß ich nicht. Das letzte Update waren ja noch 2 Infizierte im Amtsbereich. Wenn keiner dazukommt, ist alles gut. Es gibt andere Ecken in Deutschland, wo es gerade wieder eskaliert, habe ich so gehört. Mhm. Aber nicht bei uns hier. Nicht im Bockheide. Nee, die sollen auch alle schön zu Hause bleiben. Wir brauchen das nicht. Genau. Und da Matze Langeweile hat, spielt ja mit Ameisen. Ich habe eine Ameise das Leben gerettet, wie man hier sieht. Ja? Ich habe nicht gesehen, dass du der Ameise das Leben gerettet hast. Doch. Naja, hinterher. Ich habe die befreit aus diesem Trichter, aus den Fängen dieser unterirdischen, was weiß ich, Spinne oder was. Danach haben wir Bier getrunken zusammen. Das hat sie nicht überlebt. Naja, jedenfalls war das Wetter wieder mal schön nass gewesen. Es hat ordentlich geregnet, aber schön warm war. Das war schön warm. Und gedonnert, mein Hund hatte Angst. Wenn ich schon den Router rausziehe und den Stecker vom Internet aus Sicherheitsgründen, dann. Wo hast du den Router auch aus dem Loch gezogen oder was, wo die Ameise saß? Ja. 25 Grad werden übrigens morgen. Ja, das ist nur die Woche jetzt gut. Im Freitag, nach Freitag, knickt die Temperatur ein bisschen runter auf die 20 Grad Marke. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen Niederschlag. Oh, ein bisschen mehr Niederschlag. Aber wer weiß, was bis in 3, 4, 5 Tagen ist und was in Bockheide runterkommt. 9,9 Liter pro Quadratmeter, das sehe ich noch nicht. Ein bisschen so. Aber werden wir sehen, was da kommt. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, die Sonne wird die Woche rüber ein bisschen weniger. Also ab Mittwoch nimmt die Sonnenscheindauer ein wenig ab. Donnerstag, Freitag kommt wahrscheinlich etwas mehr Bewölkung. Aber bei den angenehmen Temperaturen, muss ich sagen. Genau. Und viel mehr haben wir schon gar nicht mehr, außer dass nächste Woche nochmal ein Video kommt vom Flieger. Ja, wir gehen endlich mal wieder raus, Lutze. Wir gehen mal wieder ein Video machen, ein Außeninterview. Mhm. Wir trauen uns mal wieder raus. Und zwar gehen wir zur Hans-Grade-Gesellschaft e.V. Und gucken uns mal die neue Ausstellung an. Und gucken uns die neue Ausstellung an und werden dort mal nächste Woche hier in der Sendung drüber berichten. Genau, da bringen wir ein paar Bilder mit. Jo, und dann schon sind wir heute durch. Das ist mal ganz gut so. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich auch. Ja. Da haben wir beide noch was zu tun. Ja, das war's für heute. Wie immer hier vor der Kamera der Matze und Lutze. Mir fällt auch nichts mehr ein. Und tschüss, nee. Wir gucken mal. Da kommen wieder andere Zeiten. Aber das war's. Wünschen euch alle eine schöne Woche. Ciao.